Willkommen zum zweiten Let's Play am SNES-Sonntag Super Mario Kart. Das Intro haben wir uns das letzte Mal ja schon ausgiebig angeguckt, von daher mache ich heute ein bisschen schneller. Wir nehmen wieder den Mario Kart Grand Prix. Und nachdem ich jetzt ja wieder so ein bisschen drin bin, gehen wir direkt auf die 100er-Klasse. Da werdet ihr auch direkt sehen, dass da noch kleine Ungereimtheiten sind. Ich probiere es nochmal mit Yoshi. Wie gesagt, er ist mein Favorit, auch damals schon. Allerdings hat er halt das Problem... Ach, ich gehe da gerade mal durch. Moment. Und zwar sind hier die... Also alle, die übereinander sind, haben die gleichen Fahreigenschaften. Was bedeutet hier Mario und Luigi... sind so die Allrounder von dem ganzen Spaß hier. Dann haben wir die Prinzessin und Yoshi, die beide ein bisschen agiler sind, was heißen soll, dass die etwas schneller auf der Gerade sind, sofern man sie denn selbst spielt. Denn wenn die dann vom Computer übernommen werden, dann wird das teilweise ein bisschen unfair. Aber man muss damit irgendwie zurande kommen. Dann haben wir hier Bowser. Oder ich glaube, früher hieß der einfach nur Cooper. Und Donkey Kong. Die sind halt sehr schwerfällig. Die kriegt man nicht so wirklich aus der Bahn geworfen, wenn die erstmal in Fahrt sind. Allerdings dauert es halt eine Weile, bis sie auf Touren kommen. Dementsprechend ist auch das Kurvenverhalten nicht so das Allertollste. Und dann haben wir hier die beiden. Der Mensch, ist ja kein Mensch, aber der Charakter, der mittlerweile als Cooper bekannt ist, hieß, glaube ich, früher Cooper Trooper. Und eben hier Toad, der kleine Pilz, der einem immer hilft, schon seit den allerersten Teilen Super Mario Brothers. Ah nee, es kann doch sein, dass das hier schon Bowser ist. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls sind die hier Leichtgewichte, die halt quasi das Gegenteil von dem hier darstellen. Die kriegt man relativ schnell auf Höchstgeschwindigkeit. Die ist allerdings dann auch sehr schnell wieder unterbrochen, wenn denn ein anderer gegen einen fährt. Also ich versuche es jetzt wieder mit Yoshi, der halt auch gerne mal aus der Kurve fliegt, weil er so ein bisschen schlüpfrige Reifen hat. So, und hier sind wir auch schon. Die 100er-Klasse ist halt so ein Kapitel für sich, weil es halt alles ein bisschen schwieriger und schneller ist. Heißt aber auch, dass man, wenn man hier alle normalen Cups auf Gold hat, dass man dann einen Special Cup freischaltet. Und wie ihr seht, habe ich die hier alle auf Gold, weshalb der freigeschaltet ist. Ich komme beim Special Cup, aber ich habe es nochmal probiert, ich komme nicht über das erste Rennen raus. Und das erste Rennen schaffe ich eigentlich auch nur auf dem letzten Platz. Und da das hier so ist, dass man mindestens unter die ersten vier kommen muss, um überhaupt weiterzukommen, vielleicht hätte ich ja in Rennen 2, 3, 4 und 5 eine Chance. Ich werde es aber nie erfahren, weil ich einfach zu schlecht bin für den Anfang. Nun gut, den Mushroom Cup hatten wir das letzte Mal schon, den brauche ich jetzt nicht nochmal zu zeigen. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal zum Flower Cup über, der ein paar neue Strecken bereithält. Wie zum Beispiel hier diese Schoko, ja, Schoko-Strecke. Ah, und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man hier den Blitzstart hinkriegt. Also das war jetzt Bowser, der einen einfach wegstummt, selbst wenn man selbst mit höherer Geschwindigkeit gegen ihn fährt. Und ihr merkt schon, in der 100-Kubik-Klasse ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber vierter Platz, wenn ich den jetzt wenigstens halten kann, dann ist das schon mal ganz gut. Nein! Oh, wieso habe ich das denn getan? Und wieso habe ich den Pilz gezündet, während ich in der Luft war? Oh nein, oh nein. Ah, ich sollte das in ein Let's Fail umbenennen. Oh nee. Und jetzt kommt bestimmt wieder der tolle Luigi von hinten und macht mich platt. Ich weiß es doch genau. Dritte Runde. Schlecht. Komm, gib mir mal einen Stern oder so. Wieder der Pilz. Ah. Okay, aber wenigstens... So. Nein, 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 nein. Oh, meine Güte. Immerhin Sechster. Bringt aber auch nichts, weil dann müsste ich das Ganze nochmal von vorne starten. Wie gesagt, Platz 4. So, hier, Bowser. Sackratte. Nimm dies. Jawohl. Vierter Platz.
Also ich fahre das jetzt nicht mehr, um auf das Siegerpodest zu kommen, weil ich glaube, das ist etwas utopisch mit meinen eingerosteten Fähigkeiten hier. Okay. Dritter. Komm. Yes! Dritter Platz. Bis jetzt Bronzekurs. Also mit meinen eingerosteten Fähigkeiten bezüglich dieses Spiels glaube ich nicht, dass ich da den ersten Platz anpeilen sollte. Aber wer weiß. Vielleicht gewinne ich ja ab jetzt alles. Ich wüsste ja gerne mal, sofern das hier überhaupt irgendjemand guckt. Das ist ja immer die Einschränkung. Ich drücke jetzt. Also, falls sich das hier überhaupt jemand anschaut, wüsste ich gerne mal, gerne als Kommentar, ob denn so ein Retro-Gedöns bei euch gut ankommt. Oder bei dir, du einem. Oh nein, bei dir einem, ob dir das gefällt, was ich hier tue. Und wenn nicht, was denn stattdessen mal gespielt werden sollte. Boah, ist das frickelig. Hier dieser dunkle Belag, der ist viel rutschiger. Nein. Bam. Ah, nicht mitgenommen, verdammt. Es muss ja nicht nur Super Mario Kart sein, was ich hier am SNES-Sonntag ausgrabe. Ich fand es halt zum Einstieg ganz gut. Vielleicht ist ja auch die ganze SNES-Geschichte ein bisschen blöd. Ich springe jetzt einfach mal. Wehe, du berührst mich. Wie bin ich denn stehen geblieben? Wieder die Feder, meine Güte. Die bringt doch auf diesen Kurs hier rein gar nichts. Ah, geh weg, danke. Okay, letzte Runde. Den Platz muss ich mindestens halten. Aber ich habe es ja schon mal erklärt. Hätte man da vielleicht rüberspringen können? Ach, ich weiß es nicht. Nein. Oh Gott. Ich dachte, das könnte ich noch mitnehmen. Na, verdammt nochmal. Aber immerhin weiter. Ja, also was ich sehr gerne immer spiele, immer mal wieder zwischendurch auf dem Super Nintendo, ist Secret of Mana. Das ist das Rollenspiel, was ich glaube ich mit 8 Jahren oder so angefangen habe. Und ich habe da echt einen Spielstand. Ich bin froh, dass die Batterie immer noch hält. Der tatsächlich so wie eine Art, ja, Chronik meines digitalen Werdegangs zu verstehen ist. Weil da bin ich natürlich auf Maximallevel mit allen drei Charakteren. Man spielt da ja einen Jungen, findet dann nachher ein blondes Mädchen, eine Prinzessin, möchte ich mal behaupten. Obwohl, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass sie eine Prinzessin war, die eine tapfere Mitstreiterin darstellt, und dann eine Koboldin, jedenfalls in der deutschen Version. Ja, friss das! In der englischen Version, die habe ich mir mal zwischendurch, als ich Probleme mit dem Super Nintendo am PC hatte und der Fernseher gerade mit allem anderen belegt war, da hatte ich mir mal als ROM auf dem Emulator Secret of Mana geholt. Und da habe ich festgestellt, dass in der englischen Version die Koboldin ein Kobold ist. Nein, wieso fahre ich denn da drüber? Oh, jetzt sah es doch so gut aus. Yes. Ja, also wie gesagt, Spiel meines Lebens. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das dann... wenn ich es immer mal wieder spiele, dann spiele ich natürlich genau diesen Speicherstand. So kurz vor dem großen Finale. Und da sind natürlich die ganzen Zauber auch auf Maximallevel und das optische Präsentation der ganzen Angriffs- und Heilzauber, und hast du nicht gesehen, die verändern sich je nach Level. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da einige Effekte einfach falsch dargestellt werden mittlerweile. Oder irgendwelche Soundfiles fehlen oder so. Das kann natürlich sein, dass so eine Cartridge irgendwann auch mal leicht die Geräte macht und dann langsam vor sich hin siecht.
Alter, ich will den zweiten Platz wenigstens behalten. Ah, yes! Boah, dann war aber ein Fotofinish. Ja, also Secret of Mana hätten wir noch. Dann habe ich mir Jahre, nachdem ich das Super Nintendo eigentlich schon gar nicht mehr wirklich benutzt habe, so durchgehend, habe ich mir noch The Legend of Zelda A Link to the Past geholt. Ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß, es gibt Trilliarden Zelda-Fans da draußen. Ich bin da nie wirklich warm mit geworden. Ich habe das früher dann bei einem Kumpel spielen dürfen. Oder nee, Quatsch, ich habe dem zugeguckt, wie er es gespielt hat. Was nicht viel damit zu tun hatte, dass der ein Arsch war und mich nicht hat spielen lassen, sondern ich habe mir das tatsächlich lieber angeguckt. Also das war quasi schon sowas wie ein Let's Play von ihm für mich. Boah. Wie viel ist das? Oh Gott, diese Auswahlmöglichkeit. Ich komme da ja gar nicht mit klar. Ja, und hier sieht man mal, dass Yoshi halt doch nicht die beste Wahl für diesen Cup ist, weil ich schlitter halt überall gegen. Und auf diesen Kursen hier ist das so, dass die Ecken nicht einfach nur Ecken sind, sondern so ein bisschen verschachtelt und dann bist du halt erstmal gefangen in so einer Ecke. Ah, schlecht. Sag mal, kannst du mal aufhören, mich von hinten ständig anzubumsen, du Arsch? Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Na, toll. Nein, nein, nicht gegen die Wand fahren. Ach, du Depp, du Blöder. Da höre ich doch schon wieder den nächsten. Also, fair ist es nun nicht. Aber es ist halt auch Super Mario Kart. Och nee, ich dachte, das geht hoch. Letzter Platz. Also, ich denke mal, ihr versteht jetzt, warum ich in dem Special Cup noch nie unter den ersten vier war beim ersten Rennen. Denn etwa so eine Leistung erbringe ich da auch. Leck mich doch fett. Wie kann man denn so scheiße sein? Entschuldigung, so unfähig schlecht sein. Vierte Runde. Ich hab... Wieso geht das denn nicht hoch? Und wieso bin ich denn jetzt hier? Oh nein! Oh, Leute, Leute, Leute. Echt nicht gut. Ich weiß, letzten Sonntag habe ich gesagt, wer schlecht ist, der muss dann halt auch auf dem letzten Platz sein. Ja, ist ja auch so. Ich stehe da echt dazu. Wer nicht gut fahren kann, der hat es halt nicht anders verdient. Der trifft doch auch nicht. Der fährt doch vor um die Ecke. Achter Platz. Ich glaube, dieses Rennen müssen wir wiederholen. Also ich bin tatsächlich verdient auf dem letzten. So viel Müll, den ich da gerade zusammen fahre. Na, ich beiß gleich in den Controller. Mann, Mann, Mann. Komm, hier, noch ein Mega-Jump direkt in die Lava. Failio Kart. Okay. Das war jetzt das dritte Rennen. Ich will gar nicht wissen, wie das dann weitergeht. Nee, 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 nee. Ranked out. Mhm. Und jetzt starte ich natürlich vom 8. Ah, war das früher fair, mein Gott. Geh weg, geh weg. Ich fahre eh gegen die Wand. Ich brauche... Bei einem richtigen Kart hast du doch auch außenrum diese Gummi-Umrandung. Ha, der war sowas von nicht gezielt. Also die erste Runde geht immer noch, weil da diese... wie heißen die denn? Die haben... Alles hat doch da immer so einen Namen. Die mit Bump, Bump und sowas. Die heißen bestimmt... Matschklatsch oder so. Nee, Quatsch. Ich weiß, dass das nicht stimmt, aber... mir fällt halt gerade nicht ein. Der rote. Aber die Musik war halt früher schon so cool. Das ist echt Musik, die einen das ganze Leben begleitet und heimsucht. Das gibt's doch nicht. Wie kann der denn so ultra schnell sein? Mario, lass mich in Ruhe. Ich bin zwar dein Reittier, aber...
versucht ständig aufzusitzen, der Sack. Ha! Ha! Meine Chance! Und nicht genutzt, ich Dödel. So, fünfter immer noch. Hauptsache, das ist jetzt nicht gleich eine 6. Diese lange Gerade ist mein Tod. Fahr doch da bitte rein. Wie kann er denn so hoch springen? Ich kann überhaupt nicht so hoch springen. Das ist knapp. Toll. Bowser bremst mich und Mario zieht an mir vorbei. Das ist doch ein abgekartetes Spiel hier. Der kriegt doch bestimmt da, der wird doch geschmiert. Das ist doch hier, sind doch Ecclestone-Sachen, die hier ablaufen. Nee, 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 nee. Also es tut mir leid. Jetzt bin ich in Sippen. Nee, ne? Das Teil rum, da fahre ich doch jetzt nicht rein. So. Fünfter, fünfter. Komm hier, ich brauche doch nur... Ich muss doch nur in Zielreichweite kommen. Bitte, bitte. Bitte, bitte lass mich da vorbei. Mach ich mich tot. Nein! Ich hätte doch auf der Start-Zielgeraden, hätte ich den doch super getroffen. Ah, nein! Oh, nein! Okay, okay, okay. Drei Leben hat man. Wenn ich jetzt schon scheitere, dann weiß ich nicht, ob ich die anderen Cups noch zeigen soll. Oder vielleicht im 50er. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ist das schlecht alles. Also nicht alles, sondern halt ich, ne? Also optional könnte ich dann den Star Cup... Ey, Alter, du bist ein kleiner, mickriger Pilz. Ich müsste dich theoretisch überfahren können. Ich schmeiß dir die Bananenschale direkt ins Gesicht, du. Du bist ein Fußpilz, bist du. Oder noch was ganz anderes. Fahr doch drüber, du! Ja, komm, 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 komm! Ich krieg dich klein. Wenigstens an dem komme ich vorbei. Es ist ja ein verdienter Achterplatz, das... Bleib doch hinten! Mann, 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 Mann! Alter! Jetzt aber... Naja, man schwankt aus dem Leben, weil das dauert hier bestimmt noch eine ganze Weile, bis ich... hinter mich gebracht habe. Ich freue mich auf heute in einer Woche. Ihr seht das ja hier immer sonntags. Und zwar habe ich tatsächlich noch nein, Karten für die Gamescom erstanden und werde dann mal einen schönen Roadtrip nach Köln machen, nach California. Mal anschauen, was es da für neue Errungenschaften der Technik gibt. Wahrscheinlich alles samt gelöt, was bei mir auf dem PC wieder dazu führt, dass da aus unerfindlichen Gründen nein, irgendwann mittendrin alles abstürzt. Oder wie bei How to Survive dann alles anfängt zu ruckeln wie sonst was. Was ruckelt und viel? Eine Rüttelmaschine. Also hier dieses Bauarbeitergedöns. Ja, und dann werden wir da mal drüber schlendern und schauen. Vielleicht trifft man ja irgendeine Berühmtheit. Oh nein, ich bin auf der Bande gelandet, Alter! Wieso, wieso? Ich muss das doch schaffen, jetzt noch zwei Plätze gut zu machen. Ich verliere lieber einen. Also nicht lieber, aber... Klar, jetzt holt ihr einen Stern raus. Ich bin so am Kotzen. Im Strahl, Kollege. Im Strahl. Ne. Habe ich jetzt noch einen Versuch oder war es das? Einmal retry. Also, ihr seid bald erlöst. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt noch lache. Es ist so traurig. Es ist so ultra traurig. Ich bin letzter. Schon wieder. Einfach durchgereicht. Und jetzt krieg ich eine Münze. Was will ich denn mit den scheißen Münzen? Auf dem ersten... nee, Quatsch. Nicht auf dem ersten Platz. Das wäre sehr schön. In der ersten Runde, wo überall die Straßen sind gepflastert mit Münzen.
Soll nochmal einer sagen, Geld liegt nicht auf der Straße. Und dann kriege ich als Item das Schwachsinnigste, was es gibt. Hier würde sogar, glaube ich, die Feder nochmal helfen. Weil ich dann in diesem Karo-Zickzack hin und her da quasi abkürzen könnte. Oh, ich habe Krampfadern. Und zwar überall. Ich sehe schon nichts mehr, weil meine Augen hervortreten. Und, kennt ihr die Szene da hier? Total Recall. Ne, ist das Total Recall? Ich denke schon. Da hier, Arnold Schwarzenegger auf dem Mars. Und dann kommt da die Szene, die dramatische Kampfszene gegen den Obermacker-Bösewicht. Und dann... Lass mich vorbei, du Kröte. Verstehst du, Toad und Kröte und so? Und dann leben die ja alle da nur unter so einer Kuppel mit einer Atmosphäre. Und dann wird da der Obermotz rauskatapultiert oder irgendwie rausgeschleudert. Und dann fehlt dem natürlich die Luft zum Atmen. Und das Vakuum auf dem Mars, was da nun mal so vorherrscht, sorgt dann dafür, dass der immer weiter aufbläht. Und Alter! Und dann treten ihm so die Augen vor und irgendwann platzt der dann und so. So in etwa sehe ich gerade aus. Einfach nur aufgrund der Schrecklichkeit des heutigen Tages. Ich glaube, ich muss es einfach nochmal, um meine Ehre zu retten, falls das überhaupt noch möglich ist, muss ich das Ganze hier nochmal im 50-Kubik-Modus machen und hoffen, dass ich es dann hinkriege. Ha! Da bist du einmal vorbei, rennst du voll gegen die Wand, ey. Und dann kann ich euch da wenigstens noch die weiteren Strecken zeigen. Und beim Star Cup geht das auch noch. Und ich glaube, den Special Cup, falls da tatsächlich jemand mal Interesse hat zu sehen, wie die allererste Rainbow Road aussah, so, das war es jetzt, ich begehe selbst mal, kann ich dann eigentlich nur noch im Time Trial, nee, wer ist das? Time Trail? Präsentieren, weil irgendwie... Ach komm, einer geht noch. 50er. Yoshi. Ja, bitte. Und jetzt ganz schnell. Flower Cup. Ist halt alles schlimm. Noch ein Gedicht. Ja, da kann ich dann wenigstens mal alle Strecken gezeigt haben. Ja, siehst du, so geht das nämlich. Das ist der Unterschied. Es gibt nur zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Der eine ist unmachbar für Normalsterbliche. Es ist echt schleierhaft, wie ich das früher geschafft habe, da die Goldmedaillen rauszufahren. Ne? Und der andere ist hier so ein Pipifax gelöt. Nee. Okay, jetzt aber mal echt fix. Yeah. Eine schöne Rumba. Mit Bimon und Pumba. Okay, jetzt liegen da zwei Bananenschalen direkt nebeneinander. Irgendwer muss da mal reinfahren. Macht aber keiner. Natürlich nicht. Guck mal hier, jetzt dritte Runde. Oder was hat er da gerade gezeigt? Und ich überrunde den ersten. Oh, die Bananenschalen. Vielleicht muss ich es halt echt noch mit einem anderen Charakter probieren, aber... Nee. Komm, jetzt die dritte Bananenschale. Irgendwie musst du da mal reinfahren. Wie fahren die denn alle? Die fahren hier eine ganz andere Streckenführung als ich ab hier. Aha, Mario. Jetzt weißt du mal, wie das ist von hinten so... Kollege. Okay, Runde 1 erfolgreich hinter mich gebracht. Welch Elend. Also eigentlich könnte er jetzt, wenn wer jetzt noch zuguckt, hat entweder vorgespult oder...
mag es, Leute leiden zu sehen? Oder glaubt halt echt an mich und hofft, dass ich diesmal schaffe? Aber auch diesmal sieht es schon gar nicht mehr so gut aus, weil ich fahre überall gegen. Hier, den nehme ich mit. Nee, nehme ich nicht. Hey, erste Runde gefahren und da steht eine 1. Ich bin total stolz auf mich, ja? Also ich habe ja früher immer gesagt, mein Lieblingsspielgenre... Nein! Ist Racing. Haha, this. Was, wer war das? Peach. Das ist Bowser. Aber irgendwie... Nein! Naja, wenigstens gleichbleibende Qualität, ne? Das ist genau der Klotz, den ich eben wegfahre. Ey, sag mal, wie nett ist denn das hier? Das ist genau der Klotz gewesen, den ich eben weggefahren habe. Deswegen war der jetzt weg. Wieso ist denn die Bananenschale eben einfach weg gewesen? Und wieso konnte ich da nicht drüber springen? Oh Mann. Haha. Hast du den gesehen? Und dritter, da holt er sich einen nach dem anderen. Wunderbar. Aber das mit dem Racing, das hatte so seinen Höhepunkt. Das ist schon ein bisschen länger her. Und zwar bin ich ja bekennender... Ha! Ha! Yeah! Geil! Entschuldigung, Euphorie. Hatte das den Höhepunkt bei Underground 2, Need for Speed Underground 2. Das war ja gerade so die Phase, wo dann The Fast and the Furious kam und hast du nicht gesehen? Und bin ich ja auch der totale Fan von. Also gerade vom ersten. Der zweite, naja, den dritten finde ich dann gar nicht mehr so cool. Kleinen Moment. So, Hust, Hust. Ja, was war denn der dritte? Der dritte war Tokyo Drift. Da hat mich einfach total der Hauptcharakter gestört. Ich kann den Kerl nicht ab. Also mittlerweile habe ich auch den so um die 20 Mal oder so gesehen, aber ich weiß auch gar nicht, was mich da geritten hat, dass ich den so oft geguckt habe. Aber ich meine, im Vergleich zum ersten, den ich teilweise mehrfach am Tag geguckt habe, der lief irgendwann in seinem... Also, ich habe das alles erst entdeckt, als es den schon auf DVD gab, ja? Da kannte, glaube ich, auch noch kein Mensch einen Blu-ray. Und da habe ich mir den einfach mal bei irgendwas mitbestellt. Ich glaube, das war so ein... Ich musste mir die 20 Euro Hürde bei Amazon oder... Ja, ich gehe stark davon aus, dass das der war. Und, natürlich gibt es auch ganz viele tolle andere Online-Händler. Aber das habe ich nicht mal da bestellt. Da bin ich mir zu 99,9999% sicher. Und da habe ich den dann halt das erste Mal gesehen zu Hause. Und ich war ja Feuer und Flamme direkt. Ich erstmal davon ausging, dass das einfach nur so ein... Ja, Typen mit ihren Autos fahren im Kreis und freuen sich, dass sie die bunt angemalt haben. Film ist, aber irgendwie war da ja dann doch eine Story hinter und so, und mir sind die Charaktere dann doch beim zweiten, dritten Mal gucken schon ans Herz gewachsen. Seitdem finde ich die Serie eher total super. Also, weißt du, Serie, Aneinanderreihung von Filmen. Die Filmreihe, sagen wir es so. Vierten fand ich dann, ja, ganz schick. Aber der fünfte war dann halt mal so richtig gut. Leck mir am Arsch, was war denn da jetzt los? Ja, und jetzt freue ich mich natürlich dann auf den ganz neuen, der dann da demnächst rauskommt, auch wenn halt dieser tragische Vorfall da das Ganze überschattet. Der arme Herr Walker. Bin ja mal gespannt, wie die das da gelöst haben mit dem ganzen CGI-Gedöns und mit seinen Brüdern, um ihn da zu ersetzen in den letzten paar Szenen, die da noch gefehlt haben. Ich weiß ja nicht. Also zum Beispiel da in dem aktuellen Terminator-Teil,
wo dann Arnold Schwarzenegger auch nur noch computeranimiert reingekommen ist, da hat man es ja leider extrem gesehen, dass das irgend so ein Computer-Firlefanz ist. Also man hat schon gesehen, dass das Arnold Schwarzenegger sein soll, aber schön war das ja nun nicht, ne? Naja. Also ich hoffe mal für die komplette Filmreihe und für die ganzen Fans und auch halt echt im Andenken an Paul Walker, dass die das da ein bisschen besser gemacht haben. Ich weiß, es gibt einige Menschen, denen das ganz schön auf den Keks geht, da, Paul Walker, überall sterben die Kinder in Afrika und was weiß ich was, und nur weil der Typ einmal gegen einen Baum fährt, nicht mehr das Baum, war das eine Laterne, irgendwas, und dann eine Flamme aufgeht, dann heult da ganz Facebook rum und so, aber mein Gott, was willst du machen? Der hat halt für viele Leute, gerade weil er halt der Hauptcharakter war, also unter anderem dieser sehr erfolgreichen Filme, hat er dann doch einen ganz schön hohen Stellenwert gehabt. Ne? Harren wir mal der Dinge, die da kommen. Ja, also hier nochmal der krasse Unterschied. 100 Kubik. Ich weiß, ich bin total lame und ein totaler Noob, also Noob, ein Spiel, das weiß ich nicht, wie viele Jahre auf dem Buckel hat. 20 locker. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ja, ich gestehe, eben war ich extrem schlecht und auch jetzt schaffe ich es nicht, vernünftig um Kurven zu fahren und an Donkey Kong vorbeizukommen. Komm jetzt einen roten. Naja gut, ein roter Pilz ist ja auch nicht schlecht. Das ist nervig. Nein! Oh nein! Und das in der vorletzten Runde. Mach mich nicht platt. Die Zielgerade ist mein. Ey, wie kann man denn so schlecht sein, ey? Würde ich das hier sehen, ohne selbst am Controller zu hocken? Ich würde es ja nicht glauben, wie man so unfähig sein kann. Auch so kann ich es kaum glauben. Aber ich versuche halt wenigstens irgendwas dagegen zu tun. Es bringt nur nichts. Nein! Oh. Okay, an der bin ich vorbei. Das hier könnte klappen. Was? Der ist da drüber gesprungen? Wie unfair ist das denn? Ich habe es noch nie geschafft mit... Nein! Mit dem normalen Sprung. Wie schaffen die das denn, da so schnell durchzukommen? Ich bin da immer vor denen, dann kommen die aus der Kurve rausgeschossen und sind direkt vor mir. Ist das doch. Selbst wenn sie kurz hinter mir sind, schaffe ich es noch? Nee. Naja, Windschatten wäre ja ganz schön gewesen, ne? Ach so, um jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen. Ich mit meinem Geschwalle. Need for Speed Underground 2. Also es war die Zeit von Fast and Furious und Too Fast to Furious und hast du nicht gesehen? Und da kam dann halt der erste Teil Need for Speed Underground raus und früher war ja Need for Speed echt noch ein Garant für coole Spiele, jedenfalls meiner Meinung nach. Mittlerweile so mit, ach Gott, was war denn, also nach Pro Street habe ich überhaupt gar nichts mehr probiert, da habe ich echt nochmal versucht, denen eine Chance zu geben. Aber es hat halt echt nicht hingehauen, das ist doch echt kein Spiel mehr gewesen. Kein vernünftiges. Und dann hier, was kam denn dann als nächstes Undercover und so, das habe ich dann gar nicht mehr ausprobiert. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht mehr das richtige Zielpublikum, wobei ich das echt traurig fände, wenn die nur noch darauf abzielen, irgendwelchen 13-Jährigen die Illusion zu verkaufen, dass sie vernünftig Auto fahren können. Aber was halt den Reiz für mich halt wirklich an Underground und dem zweiten Teil ausgemacht hat, war, dass es eben nicht mehr irgendwelche Ferraris und Lamborghinis und was gab es denn da noch? Audis waren da glaube ich nie dabei, aber hier Mercedes und BMWs und so waren, sondern so ganz stinknormale Autos, wo halt glaube ich echt als Startkarre das krasseste MX-5 war. Und das war halt echt auch zu einer Zeit, als ich dann halt gerade in diese Führerscheinmachphase eingetreten bin. Und dann hast du dir natürlich da deine Traumkarre
einfach zusammengeschraubt virtuell und hast dann die ganze Zeit gedacht, ja, mit ein bisschen Kleingeld, also wenn ich mir hier irgend so einen Gebrauchtwagen kaufe und dann da ganz viel Plastik dran schraube und das irgendwie anmale, dann ist das bestimmt cool. Macht doch bestimmt eine Menge Spaß, nur ich habe das dann nie in die Tat umgesetzt. Also eigentlich ging das da ja schon los mit diesem ganzen Modifizieren in Need for Speed 4. Wie hieß das denn auf Deutsch? Brennender Asphalt oder so? Also auf jeden Fall High Stakes. Wo man dann auch das Auto immer weiter, also auf dem Cover war glaube ich ein SLK. Und den gab es dann auch als Startwagen. Neben einem BMW Z3. Und den konnte man dann immer weiter modifizieren. Jetzt überhole ich mich bloß nicht. Immer weiter modifizieren. In der dritten Ausbaustufe sah das dann auch optisch anders aus. Da hatte der dann auf einmal einen Spoiler oder einen größeren oder so, einen größeren Spoiler. Und eine Frontschürze und hast du nicht gesehen. Und da fand ich das erstmal richtig cool. Dann kam Underground raus, wo du die so richtig ummodifizieren konntest. Dann ist das am Ende gar nicht mehr aussah wie das ursprüngliche Auto. Und dann in Underground 2, da hattest du ja dann noch diese freie Welt und du hattest dann echt dieses Feeling. Hey, Siegerehrung auf dem ersten Platz, cool. Dieses Feeling, dass da noch andere irgendwie sind und dass du die dann da total fertig machen kannst und so. Aber seitdem habe ich eigentlich, ja, Shift und so nochmal probiert. Da habe ich allerdings nie, also macht schon Spaß und so, aber so richtig bis zum Ende durchspielen, dass ich dann da der große King bin, das ist nicht mehr so ganz meine Welt. Ich spiele das halt mehr zum Spaß, ne? Congratulations. Ja, hier, also ich glaube, in den letzten 10 Minuten habe ich dreimal so viel fahrerisches Können an den Tag gelegt, als in der halben Stunde davor. Sorry nochmal für die Verschwendung eurer Zeit, aber ich konnte dabei ja ein bisschen labern. Naja, war halt nicht so toll, ne? Aber das nächste Mal wird's bestimmt viel besser. Denn da werde ich direkt auf 50 Kubik gehen und dann fahren wir hier den Star Cup. Und dann gibt's als Schmankerl bestimmt noch die ganzen Special Cup Strecken obendrauf. Die fahre ich dann halt alleine gegen meinen Geist oder so. Ach, was weiß ich. Oder wenigstens die Rainbow Road, wo ich wahrscheinlich auch eine Dreiviertelstunde brauchen werde, um das Ding komplett fertig zu fahren, weil du einfach Augenkrebs kriegst von der Strecke. Aber das seht ihr ja dann selbst. Bitte lyncht mich nicht. Deabonnieren kann ja eigentlich eh keiner, weil das guckt ja fast niemand. Von daher, alles schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Sonntag. Und ja, bis demnächst, ne? Tschüss.